Jobsuche. Das beliebteste Hobby der Redaktion. Wenn Nervigkeit einen Namen hätte, dann wäre es dieser hier. Ingrid, hast du einen Job als Kaufhausdetektiv für mich? Indeed. Hätten Sie sich keinen anderen Namen ausdenken können? Nicht Ingrid, sondern Indeed. Gut, dass diese Werbeagentur nicht die Spots für Aral macht. Spots wie dieser laufen seit Monaten im Fernsehen rauf und runter und gehen uns mit diesem mega albernen Wortspiel tierisch auf die Nerven. Nicht nur uns übrigens. Und das sind 6 Zeichen, die nicht dasselbe Wort bilden wie das, ihr Schleckmuscheln! Diese Ingrid-Werbung verfolgt uns schon lange, aber Schluss ist deshalb noch lange nicht. Indeed macht nämlich gerade jetzt im Sommer gnadenlos weiter. Mit einer neuen Kampagne. Ingrid, gut! Oh Gott, nein! Wird dann die Check24-Familie weggentrifiziert? Und wird das irgendwann aufhören? Nein, denn Indeed will uns mit dieser Werbung nicht beglücken. Die wollen uns unglücklich machen. Ja, was bringt das denen? Das ist jetzt unsere Story. Indeed, das ist erstmal eine Erfolgsgeschichte. Die Firma bezeichnet sich selbst als weltweite Nummer 1 der Online-Jobbörsen Sternchen mit monatlich mehr als 250 Millionen Besuchern weltweit. Und in einer Analyse über den Arbeitsmarkt 2020 kam raus, Indeed ist bei Jobsuchenden in Deutschland die Nummer 1. Das haben sie vor allem ihren Werbeclips zu verdanken. Und auch als Sponsor des Fußballclubs Eintracht Frankfurt. Kann ich ein Autogramm haben? Klar, für wen? Für Ingrid. Für Indeed. Unser Sponsor. Ich weiß nicht, was dümmer ist, die Werbung oder Fußballer? Diese Ingrid-Nummer hat sich eine Agentur ausgedacht. Und die meinen das genauso nervig, wie es jetzt aussieht. Trotz jahrelanger Werbung kannte so gut wie niemand in Deutschland unsere Jobseite. In der ersten rein deutschen Markenkampagne wollten wir endlich mal zeigen, was wir können. Also habt ihr Ingo von Game 2 gekidnappt und ihn das einsprechen lassen? Ihr Monster! Für das Unternehmen war die Ingrid-Kampagne aber auch ein Volltreffer. Dank der Kampagne hatte Indeed spürbar mehr Traffic auf der Seite. Und zwar 38% mehr angelegte Lebensläufe und 11% mehr Bewerbungen. Dank 100% Penetranz. Indeed will, dass ihr die Seite kennt. Und nicht, dass ihr mit Jobsuche glücklich werdet. Ihr sollt unglücklich werden und bleiben. Damit verdienen die am meisten Geld. Und das liegt zum einen am Geschäftsmodell. Indeed ist eigentlich gar keine Jobbörse, sondern eine Jobbörsensuchmaschine. Die fassen Stellenangebote von anderen Seiten zusammen. Funktioniert so. Indeed sammelt Anzeigen im Internet ein und listet sie bei sich auf. Wenn ein Nutzer auf die Stellenausschreibung klickt, fließt Geld an Indeed. Damit die eigene Anzeige in der Liste oben bleibt, kann man zahlen. Das sind dann Premium-Stellenanzeigen. So verdient Indeed vor allem Geld mit den Sponsored Ads. Und zwar für jeden einzelnen Klick. Das Prinzip hat sich Indeed bei den ganz Großen abgeschaut. Indeeds Gründer haben den enormen Erfolg gesehen, den Google mit dem Werbeangebot Pay-per-Click hatte. Es bietet Unternehmen und anderen Seiten also große Reichweite für deren Werbung. Und Pay-per-Click sieht bei Indeed dann für Werbekunden so aus. Ihre Kosten pro Klick können von 10 Cent bis 5 US-Dollar reichen. Sie bezahlen für jeden Jobsuchenden, der auf ihre Anzeige klickt, auch dann, wenn er keine Bewerbung abschickt. Der letzte Satz ist entscheidend. Indeed ist es egal, wer sich wo bewirbt oder wer wo einen Job findet. Indeed verdient nur, wenn möglichst viele Leute Jobs suchen. Darum gehört auch das zum Geschäftsmodell. Das Problem: Unzufriedenheit im Job pushen. Für den Erfolg könnte es noch einen Grund geben. In Deutschland haben viele keinen Bock mehr auf ihren Arbeitsplatz. Das ist in dieser Studie herausgekommen, dem Meaning of Work Report. Das Ergebnis: Viele Beschäftigte sind nicht glücklich in ihrem Job. Ja, erschütternd. Aber wer hat diese Umfrage denn in Auftrag gegeben? Indeed selbst. Wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder macht?
Kunden mögen Supermärkte nicht. Eine Umfrage von HelloFresh. Laufen nervt. Eine Umfrage von BMW. Deutsche unglücklich mit Frieden. Eine Umfrage von Heckler & Koch. Aber die Botschaft bei Indeed ist klar. Ihr seid verdammt nochmal verzweifelt. Das will euch Indeed nämlich tatsächlich mit der Werbung klar machen. Der Deutschlandchef sagt dazu: Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist ein unterschätztes Thema, dem wir mit der TV-Kampagne mehr Sichtbarkeit verschaffen wollen. Was Indeed ärgert? Die Deutschen kleben geradezu an ihren Jobs. Denn laut der Studie sind zwar viele unzufrieden, doch nur jeder sechste Angestellte sucht nach einem neuen Job. Dumme Deutsche, loyal wie ihre Schäferhunde. Aber das ist natürlich nervig. Da muss doch jemand nachhelfen. Wie gut, dass Indeed nicht nur ein Problem überhaupt in den Fokus rückt, sondern auch gleichzeitig die passenden, simplen Lösungen bereithält. Denn Indeed macht einiges, um die Unglücklichen ein bisschen in die richtige Richtung zu stoßen. In Ratgebervideos verspricht die Seite: Kündigen ist ganz normal und einfach. In this day and age, it's normal to change jobs a few times in your career. So let's dissect what it looks like to not just leave a job, but to leave a job well. Den Job auf eine gute Art verlassen? Wir hätten hier ein paar passende Floskeln. Chef, es liegt nicht an Ihnen. Sowas passiert einfach manchmal. Wir haben uns einfach auseinandergearbeitet. Nicht weinen, ich hole Ihnen einen Kaffee vom Automaten. Auf mich! Laut Indeed lohnt sich die Kündigung sogar, wenn man im neuen Job kaum Erfahrung hat. Verspricht zum Beispiel dieses Video. Today I'm going to share some advice on one of the most common questions I get asked. How can I change careers when I have no experience in that field? Manche zögern trotzdem noch, weil sie nicht als Jobhopper gelten wollen. Also Angestellte, die alle paar Monate den Arbeitgeber wechseln. Aber alles gut. Laut einer Umfrage: In den Personalabteilungen gelten Jobhopper häufig als unzuverlässig. Doch einige Arbeitgeber denken bereits um. Und das ist auch gut so. Ja, wer hat denn diese Umfrage gemacht? Auch Indeed. Um euch zu zeigen, wechseln ist nichts Schlimmes. Euch stehen alle Möglichkeiten offen. Aber Vorsicht, zu viel Jobhopping kann auch echt gefährlich werden. Skalpell? Skalpell. Oh mein Gott, sie haben ihn umgebracht! Gott, ich kündige. Und da ist tatsächlich noch ein Problem, das Indeed in die Karten spielt. Ihr habt zu viel Auswahl. Wenn ihr anfangt zu suchen, hat Indeed schon Millionen von Anzeigen überall aus dem Netz eingesammelt. Viel zu viel. Das nennt sich Paradox of Choice. Der Begriff stammt von dem amerikanischen Professor Barry Schwartz. Das Problem ist seiner Ansicht nach nämlich: You people are not worried about finding a job and paying the rent. You take it for granted that you're going to find a job and pay the rent. You're worried about finding the perfect job. Ja, der Grund für die Sorgen: Wer sich unter praktisch unendlich vielen Möglichkeiten entscheiden muss, ist unzufrieden. Das haben Wissenschaftler vor 20 Jahren in einem Experiment herausgefunden. Teilnehmer waren im Anschluss zufriedener mit ihrer Wahl, wenn ihre Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt waren. Gut, bei der Studie hatten die Teilnehmer keine Stellenanzeigen vor sich, sondern eine unterschiedlich hohe Zahl von Marmeladensorten. Das Prinzip ist aber das gleiche: die verzweifelte Suche nach Perfektion. Perfect doesn't happen. And so what happens is you say, was this perfect? No. Well, could I have done better? Die Frage stellt sich schon, weil die Ergebnislisten so wahnsinnig lang sind. Das macht die Berufssuche schwerer statt leichter. Die Folge davon: Die Vielfalt der Möglichkeiten überfordert uns alle. Doof für Bewerber, aber gut für Indeed. Denn wer sich nicht sicher ist, klickt sich länger durch Stellenanzeigen. Und das heißt mehr Geld. Also, es ist bestimmt nicht ausgeschlossen, an einen schönen Job zu kommen. Mit Indeed kannst du theoretisch den besten Job für dich finden. Aber Indeed tut auch einiges dafür, dass du erst einmal in die Situation kommst, einen neuen Job zu wollen. Die TV-Werbung mit ihrem saudummen Wortspiel nervt sich erst einmal in unser Gehirn. Und das soll genauso sein. Nur hier will Indeed so nerven. In den USA
sieht deren Werbung so aus. Bläh, komplett schmalzig und emotional und positiv. Für uns doofe Deutsche hingegen wird diesen Sommer lieber noch einmal das Prinzip erklärt. Auf Indeed gibt's unfassbar viele Jobs. Bei so vielen ist bestimmt was dabei. Wie bei einer Online-Partnersuche. Bist du eigentlich Single? Ja, schon. Was meint ihr? Hattet ihr schon Glück bei der Jobsuche? Hat euch da Indeed sogar geholfen? Oder denkt ihr euch bei diesem beschissenen Wortspiel einfach nur, hätten sie sich keinen anderen Namen ausdenken können? Oh, schön, dass Sie noch da sind. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche eine Fachkraft in den Bereichen Abonnieren, Glocke drücken und diese zwei Videos schauen. Bewerben Sie sich doch gerne mit Ihren Referenzen unten in den Kommentaren. Und wenn Sie schon dabei sind... Hey, nicht weghoppen! Ich muss auch das mit der Mediathek sagen. Die können die auch anklicken. Oh Mann!